Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk. Wir sollen hier etwas aus dieser Ripperdog-Klinik holen. Und das tun wir doch direkt mal. Zum einen machen wir das, zum anderen werden wir jetzt, weil das einfach am effektivsten ist, hier was passiert, wenn ich das mache? Hallo? Okay. Und hier sind so viele Kameras. Da gehen wir doch. Nein. Ich hab nichts gemacht. Ja, und der sagt Systemneustart. Die machen ja in Ruhe ihr, weiß ich nicht, kontaminiertes Material weiter. Das ist so mies. Nächste Kamera. Ah, guck mal. Wen haben wir denn da? Wie lange haben wir noch? Nicht lange. Bumm. Nächste Kamera. Da ist keiner. Da ist keiner. Das wäre. Hallo. So, die Überwachung ist damit auch ausgeschaltet. Ist hier noch irgendwer? Hallo? Kann man hier irgendwas anpingen? Komm, wir pingen mal. Vielleicht sehen wir ja noch irgendwo, wie man. Ach, gucke mal einer an. Aber wie kommen wir an die denn ran? Ja, nicht, ne? Nee. Okay, mit den Kameras, die wir uns die zur Verfügung stehen, kommen wir an die nicht ran, aber. Ha! Aber an dich komme ich ran. So, dann wäre die nächste Frage natürlich. Da ist noch eine Kamera. Umpolen, natürlich. Hab ich. Dann pingen wir die Kamera nochmal an. Pingi, pingi. Ah, der Typ steckt irgendwo. Die stecken irgendwo anders. Wo stecken die denn? Na, draußen sind sie nicht. Aber durch die Wand komme ich auch nicht, ne? Nee. Schade. Ich will nicht walkie-walkie machen. Lalalala. So, haben wir. Oh, guck mal, wir hacken. Ah, oh, da gibt es noch mehr zu hacken. Nice. So, das sieht natürlich nicht schön aus, wenn wir hier starten müssen. Da, dann haben wir aber kein BD. Hier haben wir auch kein BD. Das ist dort. Wir haben auch nichts. Das, da müssen wir ein BD in, irgendwie in diese Richtung haben. Haben wir nicht. Wie viele BD? Boah, da oben haben wir ein BD. Das ist doof. Dann würde ich ja fast sagen, wir gehen auf 1D, also auf Charlie. Auch nicht gut. Na doch, das würde gehen. Charlie, Eck. Das, dann hätten wir oben die 7A und die 55. Also, so. Das bringt uns nichts. So, haben wir dich auch gehackelt. Na. Hüp.
Damit sollten theoretisch jetzt alle down sein, oder? Ich gehe zumindest davon aus. Lalalala. Was? Was ist das denn? Hör auf deine Instinkte! Oh, wir haben eine 55. Aber keine Echo. Wir haben auch keine 7A. Wir haben nur eine BD-7A. Das würde sogar gehen. BD-7A-1C. 7A-1D würde gehen. Also, nochmal. BD-7A. 1 Charlie, 1 Alpha, 1 Charlie. 55, obwohl hier 55. Perfekto. So, und er sagt mir, hier liegt noch was. Achso, oben. So. Aus. So, können wir eigentlich hier rein? Da. Oh, eine Kamera hat mich entdeckt. Ui, ui, ui. Ganz gefährlich. Ja, ja, geh aus. Hier ist alles tot. Du kannst so lange Meldi-Meldi machen, wie du lustig bist. Da war doch die Datei, oder? War das die, die wir brauchten? Entferne der sekundären, was? Okay, nee, das ist es nicht. Klinik an der Fischkonservenfabrik. Mietvertrag, aha. Okay, ihr habt also einen Mietvertrag mit einer Klinik. Interessant. Aha, da liegt wer. Nee, der ist aber schon tot. Interessant. Warum ist er schon tot? Hm. War hier nicht noch da? Chemikalien? Ah, der lautlose Killer, das kennen wir schon. Wir müssen nach oben. Ach. Kamera? Einer. Dann hacken wir uns doch mal hier schnell durch. BD kriegen wir, ein C kriegen wir und dann kriegen wir auch ein 7A. 1 Charlie, 55 Charlie, nee. Charlie, nee. Dann machen wir es schnell so. Dann haben wir halt nur dich. Sollte auch passen. So, was haben wir da schon wieder Schönes? Die Wahrheit über Cyberpsychos, okay. Okay, da sollen wir rein wahrscheinlich. La la la, ja. Also das ist, naja. Oh, was ist denn hier? Mhm. Wo kommen wir denn hier her? Hallo? Haben wir eigentlich noch Bürger? Ne, wir haben noch gar... Och man, ich vergesse das immer wieder. Dass wir eigentlich ja gut essen haben und trinken und eigentlich hier mal zu uns nehmen können. Immer und immer wieder. So, was haben wir? Aber ja, jetzt ist die Frage, verkaufen wir die teuren Sachen und behalten die kleinen? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nämlich nicht. Ja, die epische Weste ist einfach immer. So. Weil das bringt schon richtig Knatter. Und wenn wir alle Autos haben wollen, brauchen wir auch Knatter, die Knatter. Hm,
Waffen haben wir auch einiges bekommen, aber die, na gut, 200 sind 200. Davon drei Waffen verkauft. Na, wie viele Waffen? Hier die zum Beispiel. Das ist eine Waffe, die kann definitiv zerkloppt werden. Die ist ja gar nichts wert. Aber alleine von den Waffen hier, fünf verkauft und, naja, sogar vier verkauft und wir haben Taui aus. Dann haben wir wahrscheinlich noch Nahkampfwaffen hier. Hier, alleine die ist ja schon fast ein Tausender wert. Na, okay, die kann wieder zerlegt werden. Ist nichts wert, aber auch das hier. Ja. Was, wir haben noch einen Vorteilspunkt? Och man, geh aus. So. Okay. Ah, guck mal, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Haben wir jetzt hier Leichen übersehen? Sieht für mich zumindest danach aus, ne? Hier. So, dann war doch hier hinten in der Ecke auch noch einer. Hallo, da will ich ran. Ja, Munition ist immer gut. Döp, 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 döp. Achievement. Gespräch. Hab einen neuen, falls du was frei hast. Gleiche Rate wie immer. Muss erstmal warten. Wie lange? Ich sag Bescheid. Okay. Das hört sich nicht so gut an. Mit dem ich hab einen neuen. So, dann sind wir einmal hier sozusagen durch. Okay, hier hätten wir wahrscheinlich auch reingekonnt. Zumindest sieht's danach aus. Ich tipp mal hier auch. Ja. Na, oder? Oder auch nicht? Wären wir da nicht reingekommen? Och man, jetzt bin ich runtergefallen. Och man! Eigentlich können wir die Waffe wieder wegstecken, ne? Brauchen sie ja eigentlich nicht. So. Komm hoch. Da, so. Wir sollen eine Datei besorgen. Hier. Dateien. Aha. Hört ihr das? Die Nachrichten? Okay. Daten angekommen. Also raus mit dir. Sind wir. So, dann will ich aber den Vorteilspunkt natürlich noch verteilen. Charakter, wo waren wir denn stehen geblieben? Waren wir hier bei Techie schon fertig? Den Effekt deiner eigenen... Oh, das ist natürlich auch geil. Gegen den Effekt meiner eigenen Granaten. Hier haben wir, glaube ich, nicht weitergemacht. Und intelligent, da wollten wir dann, glaube ich, noch Punkte machen. No. Ich bin mir nicht sicher, was wir jetzt als nächstes machen wollten. Das könnte man... Ne? Also ja, wir haben jetzt hier verschiedene. Ne? Das ist halt immer so... Gut, wir sind kein Straßenschläger, deswegen sind wir da gar nicht drauf gegangen. Reflexe wäre halt noch eine Variante, weil wir haben Maschinenpistolen und Gewehre unter anderem. Aus der Deckung. Das finde ich halt verringert die Nachladezeit. Naja, schnell. Nahkampf, Baumann. Ich erhöhe den Schaden mit Gewehren. Während du aus der Deckung. Ja. Gewehrmaschine. Nee. Nein.
Immer alles nur aus Deckung. Das ist das, was halt mich so ein bisschen stört, ne? Man kann, was ich halt so genial finde, du kannst halt so unterschiedlich noch spielen. Du kannst auf Nahkampf gehen, du kannst auf Pistolen-Action gehen und so weiter. Das ist halt auch nicht unbedingt. Erhöht die Resistenz um 3% pro Stack-Kampfmaschine. Verringert die Abklingzeit von Quick-Hacks um 3% pro, naja, Quick-Hacks. Aber Kampfmaschine haben wir doch gar nicht an. Dann finde ich diese Ninjitsu schon besser. Verursacht mehr Schaden gegen menschliche Gegner. Das ist gut. Erhöht die 10 Sekunden nach einem erfolgreichen Takedown. Okay. Erhöht die kritische Trefferchance, während du schleichst. Ist auch gut. Ja, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist es halt. Du kannst auf so verschiedene Arten spielen. Das ist einfach genial. So, dann würde ich sagen, machen wir das hier noch fertig. Holen uns die Tarotkarte da oben auch noch. Haben wir hier oben noch eine Tarotkarte? Sieht für mich jetzt erstmal nicht so aus. Und vielleicht haben wir noch einen NCPD-Einsatz irgendwo unterwegs. Keine Ahnung, was ihr Quarantäne da drüben macht, aber das ist schon krass. Hab die Daten. Danke, B. Auftrag erledigt. Was hat Regina? Absolut keine Geschäfte zu machen. Deine Arbeit spricht für sich. Mehr Aufträge sind unterwegs zu dir. Perfekt. Au. Da bin ich ja glücklich, dass ich hier gerade nicht runtergeflogen bin. Okay. Ich fahre gerade wie der letzte Hubel. Also ernsthaft. Aha. Polizei, das ist schon mal gut. Aber das ist hier ein Außenbezirk, ne? Industriegebiet würde ich tippen. Weil ich bin mir zum Beispiel sicher, dass wir hier schon mal waren. Gelange zum versunkenen Lieferwagen. Schwimmen oder was? Wo ist jetzt hier das Problem? Das war die Sauerstoff. Ohne Luft erstickst du, ja. Verständlich, aber ich bin noch fertig. Und du? Das was? Das ist ein Witz, oder? Ey, jetzt mal ernsthaft. Okay, das war ein schneller NCPD-Einsatz. Aber haben wir irgendwas bekommen? So, dann mal raus aus der City, also noch weiter raus als hier. Scheint aber sowas wie die Wasseraufbereitungsanlage gewesen zu sein. Nee. Ist über den Fluss oder was das immer ist. Ja, ich weiß, ich bin der Geisterfahrer. Ups, das war eine Ampel. Okay, hier haben wir einen Schnellreisepunkt, ist ja auch schon mal gut. Ist die Tarotkarte okay? Ja, jetzt ist die Frage: Müssen wir wirklich hoch? Oder können wir das Ding nicht einfach von hier? Ah. Tarotkarte!
Die Herrscherin ist die Karte der Weiblichkeit und Mütterlichkeit. Sie ist gebieterisch, weiß, was sie will und legt sowohl Eleganz als auch Sinnlichkeit an den Tag. Die Herrscherin steht für Kreativität und Wachstum und lehrt uns, unsere unterbewussten Antriebe nicht zu ignorieren, sondern auf unseren Intuition zu hören, zu vertrauen. Stimmt, ich habe mir die einzelnen Tarotkarten nie durchgelesen. Okay. So, Auto steckt hier. So, dann fahren wir mal zum Schnellreisepunkt und gucken mal, wo wir am besten gleich hinreisen. Weil so langsam wird's weniger mit den Quests. Dann bleibt ja bald nur noch die Hauptquest, was mich freut. Also, das freut mich dann auf jeden Fall. So, ach, wir haben hier auch noch einen Auftrag. Da können wir da perfekt hinreisen. Das ist ja perfekt. Guck mal, dann haben wir noch einen Waffenladen direkt um die Ecke. Jebabola. Ja, guck mal, wir wollen... Das ist doch ideal. Deswegen, dann haben wir noch den Waffenladen. Da können wir auch rein erstmal Sachen kaufen und verkaufen. Eventuell nur verkaufen. Aber die blauen Sachen, das ist schon... Na, wenn ich jetzt in den Rucksack reingucke, davon könnte man noch was gebrauchen. So, wo war denn jetzt der Waffenladen? Der war doch direkt hier. Da. 30 Meter. Ist hier wieder Party? Warte mal, 30 Meter? War der hier? Wir werden anders belästigen. Willst du mich verkackeiern? Ich habe was zum Verkaufen, du Nappel. Und ich will was... Nein. Wollte ich nicht. Und ich wollte dich kaufen. So, dann gucken wir doch mal nochmal hier rein. Dich verkaufen wir auf alle Fälle. Okay. So, Granaten behalten wir natürlich. Haben wir Alkohol dabei? Jawohl. Ein bisschen verkaufen. Das war nicht alles. Okay. Das müsste der Alkohol gewesen sein. Junk haben wir auch. Ja. Das lohnt sich einfach nicht zu verkaufen. Das können wir wirklich auch zerstückeln. Hatten wir. So, dann fangen wir mal mit der Klamotte an. Weg. 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 Du kannst auch weg. Okay. Wir haben halt überall Panzerung drin. Da wäre natürlich die Frage, das, was so sinnvoll ist, halt. Oh, das wird mir hier gar nicht mehr angezeigt. Na toll. So, Kleidungmods. Ja, hier verkaufen, verkaufen. Wir tragen dich und dich. Warum tragen wir dich nicht? Ah. Achso, weil mir die Stats von dem da viel, viel besser gefallen. Deshalb. Das verstehe ich nicht. Warum? Ach so, weil der irgendwie von so einer Billig-Ausgabe noch stammt. Okay, 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 okay. So. Kaufen wir das mal. Und dann haben wir einfach mal richtig knatter die Datter gemacht. Hast du... So, was wir halt brauchen können, das bist auch noch du. Dann nehmen wir das auch noch mit erstmal.
Vorlagen hast du nicht dolles? Hier, die können wir noch gebrauchen. So. Okay, dann war's das erst einmal, würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung, was das für ein Schema ist. Ist mir auch gerade egal. Wir haben 11k gemacht. Damit kann ich leben. So, 100 Meter. Naja, die laufen wir jetzt schnell mal. 60. So kann man's auch erledigen. Okay. Wir haben einen eher unschönen Auftrag für dich. Bryce Stone, dieser Fernsehprediger? Sein Sohn wurde ermordet. Um den Mörder zu schnappen, musst du an den Original BD rankommen, der während des Mordes aufgenommen wurde. Ja, das hast du leider richtig gehört. Mehr Infos schicke ich dir mit. Okay. Umpolen. Und Steuerung übernehmen. Und tschüss. Okay, Dach ist, sieht sauber aus. Hier ein Systemneustart. Sehr gut. Vordereingang auch sauber. Umpolen. Ah, uns fehlen gerade die Punkte. Da steht auch noch einer. Dem scheint es aber vollkommen egal zu sein, ne? Dass seine ganzen Kameraden down sind. Oder er hat es noch nicht gerafft. Doch, er hat es jetzt gerafft. Okay. Ja gut, mehr kann ich jetzt nicht machen. Der Rest ist reingehen und schauen, dass ich den Rest erwische, ne? Wir pingen mal. Wie viel haben wir noch? Einer. Falscher Alarm. Mhm. Weil alle deine anderen Kameraden down sind. Falscher Alarm. Das ist geil. So. Snipey. Was? Haltet sie mir vom Leib! Good. What the hell? Der Hall. Okay, Cyberpunk reagiert gerade nicht mehr, daher beenden wir das Ganze jetzt einfach und daher danke fürs Zusehen und tschüss.